Chlor unser im Becken, deine unterchlorige Säure reagiere, deine Reaktion erfolge, deine Salzsäure neutralisiere, wie im Hallen, so auch im Freibad. Unsere tägliche Desinfektion gib uns heute und vergib uns unsere gebundenen Werte, wie auch wir vergeben Chlorgasausbrüche und führe uns durch die Kontrollen des Gesundheitsamtes und erlöse uns von allen bakteriellen Belastungen, denn dein ist das Vakuum und die Oxidierbarkeit. Im Namen der DIN 19643 und des Badbetriebsleiters. Amen. Ja, mein Freund, der Herr Rentner, der weiß, dass wir erst um 14 Uhr aufmachen. Er kommt einfach rein, er kommt einfach provokativ rein, setzt sich gleich dahin. Er weiß, dass bis 14 Uhr Schulschwimmen ist und die Tür nur auf ist für die Schulen, nicht für die Bevölkerung. Aber ist doch egal, oder? Wenn der jetzt schon da ist? Nee, dann kann ich doch jetzt nichts anderes machen. Erste Regel, nicht widersprechen. Das bin ich, Tobias. Wenn ich um 10 vor 1 reinlasse, dann ist der morgen um 11:45 da. Mhm. Und da spricht sich rum und dann kommt der und dann brauchen wir keine Öffnungszeiten mehr. Erlebnis Bad Bockhorn, Friesland. Eine Woche bei Bademeister Uwe Lemmel. Dritter im Adventsschwimmen 1988. Hallo. Hallo. Moin. Moin, der Herr. Und schon wieder mal an 2-3 Schildern vorbeigegangen. Wie bitte? Und schon wieder mal an 2-3 Schildern vorbeigegangen, dass wir erst um 14 Uhr aufhören. Ich gehe ja noch nicht rein. Dann was soll ich denn im Altenheim rumsitzen? Nein, aber spazieren gehen, Kaffee trinken oder was. Da kann ich das genau gut hier rumsitzen. Ja, aber das ist dann aber eine andere Sache. Wenn dir jetzt was passiert, dann können wir nicht da hinten arbeiten. Das ist das Problem, was ich habe. Und ich habe es ihm auch schon mehrfach gesagt. Ja, dann müssen wir vorne halt zumachen. Ich sag ja. Ich habe noch mehrfach gesagt, dass ich da nicht rumsitzen mache. Ich sitze lieber hier unter Menschen. Ja. Hier niemand. Nein, das geht ja nicht um Stören. Es geht ja auch nicht um Stören. Es geht darum, wenn du dich da hinsetzt und dein Herz, dein Kreislauf, warum auch immer sagt, ich mach mal eben kurz Pause. Und dann kippst du runter. Und dann muss ich erklären, warum in einer geschlossenen Zeit um 14 Uhr einer da bewusstlos liegt. Wir wollen für dich da sein. Und nicht hier dich plötzlich sehen und dich reanimieren müssen. Aus welchen Gründen auch immer. Oder muss, du rutschst ich aus. Ich muss mich hinsetzen. Setz mich da hin. Dann setz dich da hin oder, oder in Schatten. So, gut. War das nicht ein bisschen streng gerade? Nein. Nein, kann ich nicht. Ich kann nicht. Keine Ausnahmen. Wann mache ich wo Ausnahmen? Weiß ich nicht. Nie siehst wahrscheinlich, du? Ne? Ja. Ich bin nur bei ein bisschen rot über die Ampel gefahren, Herr Polizist. Nur ein bisschen. Keine Ausnahmen. Weder bei Bademeister Uwe noch bei ihm hier, seinem Vater Gerd. 71, immer noch hier. Moin. Moment. Ein Kreuzchen. Ein Kreuzchen. Aber ja, da. Ich will von den Erfahrensten lernen, wie man ein guter Bademeister wird. Wie man mit der Verantwortung umgeht. Den Alten nennen sie hier den Papst von Bockhorn. Erlebnis Bad Bockhorn, Lemmel. Nein, nicht der Uwe, der Alte. Auch okay. Beim Hingehen schon dran vorbeigucken. Und wenn du jetzt bist, guckst du hinter dir. Auch wenn das Becken geschlossen ist. Gewöhn dir das an, dann machst du das automatisch. Dann auch wenn zu ist? Ja, scheißegal drauf. Okay. Dann machst du das. Dann ist das automatisiert, das mache ich. Währenddessen habe ich da auch schon gesehen, dass das alles da hinten in der Ecke ist. Bei dem Herkommen habe ich schon ins Babybecken geguckt und habe dann hier lang geguckt. Du bist für alle verantwortlich. Für alles. Also muss ich jede einzelne Schraube kontrollieren? Ja, natürlich. Nützt ja nichts, dass du die beiden kontrollierst und hier fallen sie durch. Beim Hochgehen einmal unten gucken, Seite gucken. Und das Rütteln, das kannst du dann parallel machen. Das Freibad ist ein Ort voller versteckter Gefahren. Die muss Uwe alle im Blick haben. Wenn es voll ist, sind hier über 1000 Badegäste.
pro Tag. Bis zum Ende. Ganz bis zum Ende. Wenn du dir nicht sicher bist, dass das reicht, musst du selber rutschen. Rutschtest machen. Ja, du musst dir sicher sein, dass du bedenkenlos das Ding da eröffnen kannst, bis der Badegast da rauskommt. Okay, das heißt, einmal abgehen und dann den Rutschtest. Wenn du rutschen willst, kannst du rutschen. Wenn du dir sicher bist, jop, das reicht mir, da kann sich keiner verletzen, dann reicht auch das in Augenschein nehmen. Du kannst auch die Rutschfläche klar erkennen, wo die meisten rutschen, weil das Wasser läuft mal links, mal rechts, mal links, mal rechts. Ja? Und diese Rillen, die da drin sind, in der Mitte, der Rutschfläche, dann und wann siehst du mal welche, ja. Das sind von den Badegästen, die keine Badebekleidung tragen, die Jeans haben, irgendwelche Shorts mit Knöpfen oder Nieten. Ja? Und die schaden dann dem Bad. Und wenn die Rutsche dann kaputt machen und der nächste rutscht mit einer vernünftigen Badehose darunter, dann reißt er sich vielleicht an dieser Stelle die Badehose kaputt. Und dann sagen alle, oh, eure Rutsche, die ist kaputt. Vorsicht mit dem Kopf. Siehst du, und das machen wir dann jeden Morgen. Schön einmal ablaufen und gucken. Das Erlebnisbad in Bockhorn scheint streng organisiert zu sein. Erst kommen Vater und Sohn Lämmel. Dann nichts. Und dann irgendwann kommt Sören. Er ist die Vertretung. Früher war das mein tägliches Ritual im Sommer. Freibad, so viel es geht. Und heute? Hunderte Bäder sind in den letzten Jahren in Deutschland geschlossen worden. Ein Bad kostet im Schnitt 300.000 Euro im Jahr. Mit Badegästen allein decken sich diese Kosten niemals. Deshalb muss die Gemeinde das meiste Geld dazu schießen. In Bockhorn leisten sie sich das noch. Irgendwie. So, da bin ich wieder. Du hast auch deinen Schlüssel. Jo, gut. Kaputt. Kaputt. Also, so einen Kram kannst du nicht da dran lassen. Dann nimmst du dir ein neues Band, holst dir so eine Marke. Dann kneifst du zweimal und dann hast du es ab. Das sind so deine kleinen Tricks, ne? Ja, nach 35 Jahren, da muss man das langsam mal wissen. 35 Jahre ist das jetzt hier schon dein Wohnzimmer, ne? Nein, nein, nein. Ja, mehr oder weniger. Zu Vaterzeiten früher, ja klar. Und jetzt seit 21 Jahren bin ich ja selber hier berufsmäßig. Und von daher weiß man das dann, auch nach 21 Jahren. Aber wenn du jetzt mal zusammenrechnest, die letzten Jahrzehnte kann man schon sagen, wo hast du mehr Zeit verbracht, hier oder zu Hause? Hier. Deutlich mehr Zeit hier oder? Mehr als deutlich. Ja, gut, aber trotzdem fertig machen den Schlüssel. Ist ja schon fast fertig, oder? Fast. Und was fehlt? So eine Niete hinten, ne? Richtig. So. Weißt du noch, als du dich das erste Mal verliebt hast, also in das Freibad, meine ich? Ja. Da stand ich dann da, ich sag, ey, wie geil wäre das jetzt im Sommer draußen und im Winter dann im Warm, in der Halle. Ja, und dann dauernd duschen und sauber sein. Und da habe ich mir dann damals Gedanken gemacht, okay, das wär's. Paul, der übt da schon wieder, dem hau ich jetzt gleich die Kartoffel nämlich vom Hals. Weil bei diesem Wort, ja, ich mach das mal im Kurz. Was hat er gesagt? Ja, was wohl? Hilfe! Paul! Paul! Siehst du, er hat mich schon verstanden. Weil er Hilfe gerufen hat? Ja, oder? Logisch. Ich weiß, dass der da spielt. Ja? Aber dieses Wort, da gibt's einmal eine Ansage, Baderegeln. Kinder im Kindergarten lernen das, die wissen das. Und mit 12 Jahren sollte man das wissen. Mhm. Und wenn er es nicht weiß, dann muss er das lernen gehen. Heißt, fliegt raus. Jetzt hat er schon mal. Jetzt weiß er Bescheid. Wenn er es nochmal macht und Uwe kommt, dann ist es zu spät. Hast du Paul schon mal rausgeschmissen? Öfters, täglich fast.
5.30 Uhr. Frühschwimmen. Guten Morgen. Morgen. Hier ist ja schon gute Stimmung hier draußen. Schnappt euch mal den Praktikanten. Was los? Die Tür war zu. Du hast anscheinend die Bremse nicht richtig gemacht. Die Tür ist wieder automatisch zugegangen. Und du hast die Kindersicherung nicht hoch. Oha. So, deshalb konnte man nur raus, aber nicht rein. Und dann habe ich ja da gestanden, ne? Und habe ja dauernd zur Tür geguckt. Und ich sag, die fehlen. Ja, die können natürlich fehlen, wenn die hier nicht reinkommen. Ups. Ups. Super. Jetzt ist alles wieder gut, Ola? Oh, ja, habe ich mir gedacht. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß. Der Praktikant war auch pünktlich da heute Morgen. War alles gut? Nein. Tobias ist bemüht. Stets bemüht. Stets bemüht. Ja, das schreibe ich da nicht rein. Und ihr braucht das gar nicht meinem Alten erzählen, ne? Ich war das nicht. Er war das. Hier, abhaken. Ja, das weiß ich, dass der gleich kommt. Das könnt ihr gleich knicken. Regelkunde des Erlebnisbads Bockhorn, Kapitel 2. Erstens, nicht die Frühschwimmer verärgern. Zweitens, noch wichtiger, nicht Uwe verärgern. Und drittens, am wichtigsten, wenn du Mist baust, lass es nie den Alten wissen. So, ja, die Hände vielleicht so. Oder man kann sich dann ja auch irgendwo noch abstützen und mal eben noch anlehnen. Das ist ja auch noch eine nette Sache. Ja, aber wenn wir beide hier an der gleichen Stelle die ganze Zeit stehen, ne, dann muss das so aussehen, als wenn wir was Wichtiges bereden und dann dabei dann aufs Wasser gucken. Ne. Man kann ja auch sich so unterhalten, du guckst nach da und ich guck hier nach links. Du hast ja nichts mit den Ohren. Ja, das ist immerhin besser, als wenn wir beide uns so gegeneinander an hier gucken. Ne, dann könnte ich vielleicht noch da in deiner Brille sehen, dass was da los ist und dass hier vorne jetzt gleich wieder die zwei Kinder sind und da an der Ecke. Ne? Siehst du? Also zumindest muss man so tun, als würde man was Wichtiges besprechen. Nee, tun nicht. Nee, du musst es machen. Du musst wirklich gucken. Das ist übrigens Paul. Kennt angeblich jede Kachel hier im Bad. Und weil er einfach immer da ist, ist der Uwes rechte Hand. Ja, wir wollten jetzt ja noch eben, oder wir nicht, du wolltest dafür sorgen, dass die Kette da noch reinkommt und aufpassen, dass der Schwimmflügler nämlich nicht in das Schwimmerbecken geht. Denn das ist nämlich dem Staatsanwalt schwer zu erklären, warum das wohl ein ganz offensichtlich Nichtschwimmer ist, der da hinkommt. Jetzt gibt's kein Wenn und Aber mehr. Kette reinziehen. Auf geht's, komm. Paul! Hol mal rüber, bitte. Nee, erst rauslegen, dann holen. Kriegst du da auf den Spruch zu hören, wenn du hier die Leine reinziehst? Ja klar, du hast doch gerade gehört, Spielpferd der war. Aber Safety first, da gibt's keine Diskussion. Ich bin für die Sicherheit verantwortlich und ich entscheide. Und das ist jetzt so. Da kommt die Leine, ja. Danke, Paul. So, okay. Hier ist ja... Du darfst ruhig zwischen Fachkompetenz uns. Versammelt. Fachkompetenz? Naja, etwas fachkompetent. Uwe, darf dein Papa denn am Beckenrand noch was sagen oder darfst du nur noch bestimmen? Nee, sagen kann hier jeder was, aber bestimmen tue ich. Ja, das stimmt. Das ist vorbei. Das war einmal dann hier. Vermisst du das? Ab und zu ja. Wie war denn das, als ihr beide noch am Beckenrand aktiv wart? Gab es da kein Gerangel? Nein. Da haben mich auch viele gefragt damals, wie kann das gehen, Vater und Sohn zusammen.
Nein, da waren die Kompetenzen ganz klar verteilt. Ich war der Chef, er war der Schwimmmeister. Ich war der Betriebsleiter, er war Chef. Und die Rollen waren verteilt und es klappte hundertprozentig. Also da gab es überhaupt keine Probleme. Ich stelle mir das so vor, das ist ja jetzt seit 45 Jahren ungefähr von deinem Sohn und dir geführt, ne? Ja. Da muss es doch irgendwelche bestimmten Lämmelregeln geben hier inzwischen im Freibad, oder? Gibt es da so Sachen, wo du sagst, das sind unsere Regeln? Ja, die Lämmelregel ist ganz einfach. Wir sagen zweimal was, beim dritten Mal bist du draußen. Und wenn ich dann die Jugendlichen frage, ich sage, weißt du auch, warum du jetzt rausgeflogen bist? Ja, weil ich das und das gemacht habe. Ich sage, nein, sage ich, weil du dich hast erwischen lassen. Gilt die auch für die Lämmel selbst? Hast du deinen Sohn auch schon mal rausgeschmissen aus dem Freibad? Doch, aber hundertprozentig. Ja? Ja, nicht damals mit der DLRG hier. Was hat er dann gemacht, dass er rausgeflogen ist? Ist ja so, wir wohnten ja nur nebenan und dann schlief die DLRG hier und die dürfen ja dann abends hier nicht mehr ins Bett, ins Wasser. Aber ich ins stand Bett ja, schon, aber nicht ins Wasser. Ja, ins Wasser. Und ich stand da oben am Fenster mit der Taschenlampe und habe ja doch gesehen, wer da wieder drin war. Nicht? Und dann gab es erstmal Zoff. Und das war nicht? So eine Mann. War dann wieder hier runter und dann erstmal ab nach Hause. Nicht? Das gab's schon. Ne? Wer ist der bessere Schwimmmeister, du oder dein Sohn? Er ist glashart, er sagt, da geht's lang und dann läuft das auch. Und du kommst auch gut an. Wie machst du's? Ja, ich bin mehr ruhig. Ich versuche das mit Reden hinzubekommen und dann klappt das auch. Aber ja, er ist aber glashart. Nicht? Der, wenn einmal nicht läuft, es gibt ja auch nur oben oder unten. Ja. Entweder bist du oben oder du bist unten. Ich habe die Eltern angerufen. Das ist der Unterschied wieder. Nicht? Er ruft die Polizei. Tag 5. Der Senior, Gerd, soll auch schon wieder in Beckennähe gesichtet worden sein. Wo wollt ihr denn hin? Ins Wasser, dürfen wir. Das kann ja wohl nicht angehen. Hier herrschen wieder vernünftige Sitten bei uns, ja? Das wollte ich euch nur sagen. Uwe passt unten auf. Die Show gehört seinem Vater. Oh, Frau Schumann war auch schon beim Friseur. Eine neue Frisur hat die. Hab den Kaffee mitgebracht, Gerd. Oh, danke schön. Möchtest du? Ja, ich danke dir. Und alles unter Kontrolle? Habe ich alles unter Kontrolle hier. Kerstin, dein Schwimmstil hat sich aber auch verändert. Ja, du machst gar nicht mehr die Beine so weit auseinander. Hinten die Grätsche. So richtig hören tun die nicht auf dich, Gerd. Nee, ich verstehe das auch nicht. Ja, ich bin schon beim alten Eisen angekommen jetzt hier. Die hören nur noch auf die Jungen. Ingrid, das ging auch schon mal schneller rein. Ja, siehst du, da brauchst du gar nicht winken. Rückenschwimmen heute, Ingrid, jawohl. Zeigt, was ihr habt. Linke Hand, rechte Hand. Rechtes Bein, linkes Bein. Ja, wenn er nichts bewegt, geht er unter. So, nun habe ich heute Morgen genug gelabert. Ich gehe jetzt noch einmal aufs 3-Meter-Brett und tauche dann ab. Und dann seht ihr den Alten nicht wieder. Seit über 10 Jahren ist Gerd jetzt Bademeister-Pensionär. Aber immer noch fast täglich hier. Vielleicht musste Uwe deswegen mal raus. Er tauschte Bockhorn gegen das Panzergrenadier-Bataillon 313 als Scharfschütze. Gibt es denn Sachen, die man von der Bundeswehr hier auch gebrauchen kann? Ja, dieses Beobachten, gucken. Wo kann ich am besten dann was sehen, wenn ich den Auftrag dann erledigen muss? Muss ich ja auch, da kommt Senior, muss ich dann natürlich auch für meinen Aufgabenbereich, wenn ich bei der Bundeswehr eine Aufgabe kriege, muss ich auch für mich das Bestmögliche rausholen, um den Auftrag dementsprechend zu erfüllen. Und hier ist der Auftrag eben, dass alle dann sicher wieder rauskommen. Das ist doch eigentlich ja, auf der anderen Seite zum Scharfschützenjob genau die andere Zielrichtung. Ja, aber das ist meine Aufgabe gewesen damals, Sachen da zu kontrollieren, zu überwachen, zu observieren, aufzuklären und ja, da macht man das. Und hier ist meine Aufgabe. Muss der Scharfschütze jemanden erschießen und hier rettest du ein Leben. Das ist ja schon der größte Unterschied, den es gibt eigentlich.
Nein, der Scharfschütze erfüllt seinen Auftrag, wenn er einen Auftrag bekommt. Und hier erfüllst du auch deine Arbeit. Warum hast du da diesen Antrieb, diese Leidenschaft für? Du machst das ja zu 120%. Ja, schön, schön, wenn du das so siehst, ja. Mit 120%. Vater hat 210. Ja, und gut, dann bin ich ja schon mal besser geworden. Zu mir hat er immer gesagt, du hast nur 99,9. Das 1% fehlt dir, dieses 0,1. Ich sage, ja gut. Aber 99,9 ist aber auch schon ziemlich gut, sage ich mir. Das letzte gute Wochenende. Fast 1000 Besucher. Zwölf Stunden Verantwortung mit Überstunden. Alle Sensoren in Alarmbereitschaft. Wenn der Winter kommt, braucht Uwe erstmal Pause vom Sommer. Er macht dann bezahlt frei, bummelt hunderte Überstunden ab. 1-1, jetzt ist das ein bisschen lauter, Paul. Seh zu, dass du herkommst. Ja, genau. Sonst komm ich und das willst du nicht. Ah, jetzt hast du mich verstanden. Ah, gut, dann ist ja in Ordnung. Ich dachte schon, du willst mich nicht verstehen. Ei, 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 wo haben wir den Ring wohl liegen gelassen? Ich dachte schon, du wolltest mich nicht verstehen. Ja. Ja, dann seh zu, dass du herkommst und meinen Ring wieder herbringst. Also, mit Ring? Hier hast du den weggeholt und nicht da. So, tschüss. Schließen wir den. Und lassen ihn einfach mal ins Wasser. Geht das so mit der Stange? Beckenbodenreinigung mit dem Vizebadbetriebsleiter Sören. Seit 3 Jahren jede Saison am Becken. Unzählige Fortbildungen, 0 Fehltage. So, dann rollen wir das Kabel ab. Mach ruhig weiter, ich ziehe den Rest in die andere Richtung. Jetzt brauchst du nur für Start die beiden Knöpfe drücken. Dreh da einmal, klack, das ist auch waagerecht. Und jetzt lassen wir ihn so und drücken nur auf den blau umrandeten, einmal lange drauf. In anderen Betrieben ist es so, wenn man als Zweiter oder als Vertretung heranwächst sozusagen, hat man irgendwann das Ziel, den Betrieb zu übernehmen. Das geht ja hier nicht, weil die Lämmel eigentlich den Thron nicht freigeben, oder? Schwer. Uwe ist ein paar Jahre älter als ich, 12 Jahre. Die letzten 12 Jahre darf ich dann noch mal Chef sein. In Bockhorn war es eine Zeit lang so, als erstes kam der Papst, den kannten alle, dann kamen die Lämmels und dann kam der Bürgermeister. Ich glaube, heute ist es auch noch so. Ja, oft. Der Bürgermeister wird hier alle paar Jahre neu gewählt, aber die Lämmels bleiben. Ja, ich hoffe ja ganz stark, dass ich die letzten 12 Jahre der Badbetriebsleiter bin. Mal gucken, ob Uwe dann auch in der Kasse sitzt. Aber dann bin ich der Chef. Papa, meinst du? Genau. Aber dann bin ich der Chef. 12 Jahre hört sich schon lang an, ich finde. Plus die 30, die du ja schon sozusagen beinahe investiert hast. Ja. Aber da habe ich auch mal 42. Bei manchen dauert es ein bisschen länger. Aber dann würde ich niemanden mehr aufhalten hier. Kein Lämmel. Ich hoffe. Nicht, dass dann der Sohn von Uwe kommt und die Thronfolge antritt. Vielleicht wartet Sören auch umsonst. Wer weiß schon, ob es das Erlebnisbad dann noch gibt. Auch in diesem Sommer hat es rote Zahlen geschrieben.
Gegen überdachte Spaßbäder und Saunalandschaften hat das alte Freibad, das ich noch aus meiner Kindheit kannte, einfach keine Zukunftschance. Hallo. Hallo. Morgen. Gerd kommt aus einer anderen Freibad-Epoche. Da ist jemand wie er eine Institution in Bockhorn gewesen. Ja, das kannst du auch machen. Genau. Dein Bruder verkaufen für alles, ne? Ja, klar. Nicht? Ja. Also ich war schon sehr, sehr genau. Das muss ich einfach sagen. Nicht? Und wenn das abends um 9 war, dann war das um 9. Dann war das egal. Nicht? Und ich bin morgens um 4 wieder hier raus und habe dann mein Becken sauber gemacht, damit ich um 6 das sauber habe. Nicht? Also da lacht nichts rum. Man nannte mich den Papst von Bockhorn. Darf man gar nicht haben, aber es ist so. Warst du da noch mehr hinterher dann als dein Sohn bei den ganzen Sachen, die du machen musstest? Ja. Doch, nicht? Das stimmt schon. Nicht? Also gut, man hört das immer wieder, ja, du machst 100%, sagen sie zu meinem Sohn, nicht? Und dein Vater macht 200%, das weiß ich, aber gut. Das auch mit der Vereinsmeierei ist dasselbe, ja. Entweder ich führe einen Verein, dann führe ich ihn so gut, wie ich es kann, aber das mache ich dann aber auch zu 100 oder 200%. Das ist einfach so. Da gibt es kein Rütteln, das ist genauso. Nee, würdest sonst du dir wünschen, sowas nicht machen. Ja. Würdest du dir da wünschen, dass Uwe von den 100% noch auf deine 210 kommt? Das können die nicht mehr schaffen heute. Das ist nicht Schafft mehr. Er nicht, meinst nee. Du? Mit anderen Worten, diese 210%, die du dann gegeben hast, kann er eigentlich gar nicht erreichen. Nee, das kann er nicht. Wird er auch nicht erreichen. Nein. Ich wollte die Woche lernen, wie man ein guter Bademeister wird. Gerade von Uwe habe ich viel über Verantwortung gelernt und wie es ihn prägt. Vorne und dann ziehen, vorne, ziehen, vorne, 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 unter Wasser mitnehmen. Wo ist denn der Verbandskasten? Wasser raus. Genau. Ja, stell ihn da hin und hol von vorne den, ja, den Defibrillator. Den Defibrillator hol von vorne, das gelbe Ding. So, auspacken. Ja, nur rausziehen, hinten. Nee, rausziehen, hinten. Hinten rausziehen. Und den musst du dann drinnen lassen. Und lösen. Ne? Elektroden, wie abgebildet, auf den entblößten Brustkorb des Patienten. Auf den Wie oft musstest du das schon machen? Vor 3 Wochen habe ich hier 2 Mädchen rausgeholt. Da vorne lagen 3 Dreijährige drin. Die zähle ich schon nicht mehr. Einfach machen, machen, machen und dann Vollgas. Und nicht stehen bleiben und gucken. Ey, jalla, dann geht's aber ab, die Forst. Du hast die ganze Zeit schön geguckt. Ich dachte ja, du springst schon mal vorher rein, weil du das Ding vielleicht siehst. Aber aus 3 Meter Entfernung, in einem klaren Becken. Hätte man sehen können. Hätte man sehen müssen. So, dann lass uns hier aufräumen, umziehen und weitermachen mit dem Dienst. Und so kann das dir dann ruhig 2 oder 3 Mal am Tag passieren. An der Ostsee zum Beispiel, Timmendorfer Strand oder Scharbeutz, da ist einer 8 Mal da reingesprungen an einem Tag. 8 Mal? 8 Mal. Schick dein Kind hierhin, zu Uwe. Und es kriegt 10 Mal einen Anschiss. Mindestens. Aber untergehen wird es bei den Lämmels mit Sicherheit nicht.